Ich muss aber gerade mal gucken, wie ich hier die Dinger rüberziehe. Immer weg da. Sollte jetzt gehen. Schauen wir mal. Oh ja, ich höre mich. Ja, der. Super geil, dann können wir ja anfangen. Alles klar. So. Hallo, herzlich willkommen. Hier doch gleich an. Was ist gleich an? Doch. Hallo und herzlich willkommen hier aus dem Solduri Clubraum. Wir haben unseren Stream mal wieder reaktiviert und starten gleich so eine neue Serie. Alles klar, Erik? Und zwar nennen wir die mal so Road to Hyperspace. Wir testen Listen gegeneinander, die nach diesem Hyperspace-Format da gebaut werden müssen. Und da wollen wir mal gucken, was da so geht. Die Listen seht ihr ja. Ja, ich muss jetzt aufbauen. Ich habe nämlich INI 6 gewählt. Und ich habe die INI übrigens. Danny, du hast die INI. Deswegen musstest du deinen 6er zuerst aufbauen. Und durch meine Hyperraumordnungsdaten darf ich meine Schiffe jetzt aufbauen. So, habe ich mir dabei was gedacht? Ich weiß nicht. So, ich habe die nämlich irgendwo mal gesehen. Ich glaube, bei Gold Squadron Podcast habe ich gesehen, da irgend so ein Verrückter fliegt, 3 Shuttles. Dann dachte ich, das kann ich auch. Ich weiß nicht, ob das exakt die gleiche Liste ist. Ich habe dir irgendwo ein bisschen selber was zusammengekriegt, wie ich dachte, dass das irgendwie cool ist. So, also den Dormitz, das ist nämlich hier der mit der blauen Base. Den baue ich mal hier irgendwo auf. Mache ich das so? Mal sehen, vielleicht mache ich das so. Guck mal. So, beginnt der Kampf, ne? Vielleicht mache ich das so. Das ist der. Das ist der hier, ne? Kann ich den auch sogar da aufbauen? Kriegt man sofort Stress? Muss ich dann meinen Kollisionssensor aktivieren? Meine Aufbauphase nicht, weil der kann man nur drauf. Ja, hier an alle Regelfüchse. Kann ich, wenn ich jetzt ja darauf stelle, ne? Was meint ihr, was passiert denn dann? Darf ich das? Einfach der Po einfach wegschmeißen oder? Ja, ist auch irgendwie doof. Haut ihr die denn da in den Ecken auf? Das ist ja total kacke. So, sehr klar, was ich hier vorhabe. Gleich alles toten. Von Anfang an alle wegrotzen. Ich habe Tablet dabei, ja. Wegen dem Chat halt. Achso, wegen dem Chat? Ja. Es gibt Wünsche, dass Danny verliert. Wer wünscht sich denn sowas? Also ihr seid gemein. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie gut ist, diese Liste. Wir schauen mal einfach. So, also hier Chats und so. Ich mache aber hier Sound aus. Schauen wir mal. So, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so gut finde. Aber ich mache das jetzt mal so. Und, warte mal. Nach dem Aufbau. Ordne nach dem Aufbau jedem befreundeten Schiff in Reichweite 0 bis 2 einen Fokus oder einen Ausweichmarker zu. Das haben sie alle. Das heißt, er hier ordnet ihm einen Fokus zu und ihm. Und er ordnet ihm einen Fokus zu und ihm. Und er ordnet ihm einen Fokus zu und dem auch. Also das ist jetzt hier ein Fokus. Mehr Dinger habe ich nicht. So soll das sein. Den kriegst du mal gleich runternehmen, oder? Ich weiß nicht. Du, ich habe keine Ahnung, ob das so cool ist. Oh, ich glaube schon. Aber ich kann ja nur Schwarm. Das ist halt so ein Y-Schwarm quasi. Ein was? Ein Hyperspace ist Heaving-Schwarm voll verboten.
Okay, schon wieder abbauen. Schau mal nicht mal so tief. So ein Flagge, was kann der? 4 Grad aus? Mhm. Oder? Ja, ja, ja. Besser, ist er da, da, da. Da ist nur noch ein kleiner Fokus in eine Richtung. Ja, ja. Ja, okay. Gut. So, soll ich auch Zeit nehmen? Achso, wir lassen die Zeit starten. Auf die Strom geht. Ich starte mal die Zeit. Ich starte mal die Zeit. Keine Ahnung. Da ist ein Playbutton in dem. Da. Ja. Da. Ja. Ah, geil. Guck mal, jetzt läuft die Zeit. Ich fange mal an. Die 1 muss anfangen, das ist er hier, ne? Genau. Den macht man das hier, Danny, guck mal. Oh, jetzt habe ich den da noch angestupst. Die sind auch riesig, ne? So. Und als Aktion nimmt er sich Fokus. Dann ist der mal dran, der macht mal 3 geradeaus. Guck mal, ich glaube, das ist schon ein Kacke, oder? Den Fokus verliert er jetzt, ne? Oder? Wieso? Achso, gut. Nee, er ist eine Endphase, er hat noch keine Endphase. Der macht auch Fokus. So, und dann ist der Lieutenant, was hat der? Auch eine seichte 3, guck mal einer an. Guck mal, das wackelt und wackelt. Der darf auch eine Aktion machen. Was kann die denn so überhaupt? Verstärken, der gibt ja gar keinen Sinn, du kommst ja niemals zu mir. Na, koordinieren wird nicht gehen, das wird wohl zu weit sein. Kannst du ja probieren. Ja, kann ich. Na ich probiere mal zu koordinieren. Oh, ist leider zu weit weg. Ja, dann passiert halt gar nichts. Bin ich dran, ne? Macht nichts, ich habe trotzdem 2 Augen. Ja, du bist. Harte 2? Harte 2. Und dann mache ich nochmal einen Schub. Ja, verdammt, ich hätte mit dem auch nur 3 Grad ausfliegen sollen. Ne? Die Frage ist, passt der Schub? Die Frage ist, passt der Schub? Ja, ich krieg einfach mal. Ja, dann kann ich vielleicht mal nach hinten nochmal schießen. Der passt, das weiß ich nicht. So. Erstmal dran. Ich hab Schub auf dem Astro, darf ich nicht machen. Ne? Nee, das darf man nicht. Auch bei den Titel nicht. Ja, nee, schon auf Aktion, auch solange du gestresst bist. Was denn? Das sind Wave-Titel. Ja, aber du darfst nicht auf einen Ast. Auf ich einen, darf nicht landen, ja, ja, ich weiß. Deshalb mache ich lieber den einfachen. Einfachen Schub geradeaus, ja. Ich würde gerne mal den schrägen probieren. Nein, okay. Dann musst du ihn machen. Immer dieses, das ist noch, was ist das denn für Spielchen noch? Nee, aber ich habe mich ja von geradeaus entschieden. Ah, genau. Aber ob der. Ja, aber was ist das denn? Hätte Fahrradkette. Du machst ihn nicht. So, alles klar, du kriegst Stress. Ja, du kriegst das. Das hätte mich, glaube ich, gepasst. Und ich muss nicht schießen. Das ist doof. Ach so, guck mal, das ist witzig. Ich habe hier noch Unteroffizier Tennyson.
Ja, ja, klar. So, aber du bist nicht in meinem Feuerwinkel, ne? Verdammt, schade. Du hast jetzt einen Stress gekriegt, aber nicht in meinem Feuerwinkel. Das ist ja ärgerlich, sonst hättest du nämlich noch links gekriegt, einen Traktorstrahlmarker. Ah, ich hätte ihn drei gerade ausziehen sollen. Verdammt, verdammt. So, Seite 3. Und dann? Kannst du hier passen? Ich nehme mal den Schuh. Und das war's denn? Ja. Kampfphase? Ja. Kannst du irgendwie nehmen, ne? Das ist draußen, ne? Ja. Ja. Aber ich hab dich drin. Ja. Das ist gut. Immerhin mit einem Schiff, ne? Weil der ist auch draußen. Ja. Ich hätte lieber. Reichweite 2 durch das Trümmerfeld. So, ich habe dann 4 schwarze Würfel. Das sind hier, ich habe schöne schwarze. Ja, mache ich mal einfach. Pilot der Star Killer Base. Ja. 4 schwarze. Guck mal. Oh, guck mal, dann gebe ich mal einen Fokus aus. Dann habe ich mal 4 Hits. Oh, so. Den Fokus gebe ich aus. Okay. Ja. Der brennt ja, den muss ich nochmal würfeln. Okay. Fuck. Von der Leerseite. Na gut. Ich gebe ein Ergebnis aus, um das Schiff in die Zierklassen zu nehmen. Mit wo ist Tico? Ja. Also das Auge da. Jawohl. Ja. Und dann kriege ich 3 Schaden, eine Schadenskarte. Weil du 4 Schaden bekommst. Ich habe keinen Verteidig. Okay. Die Macht kann ich nur rückwirken. Achso. Aber du kannst auch den Macht für den ganz normalen Machteffekt nutzen. Gebe ich auch aus. Ja, dann gibst du eine Macht aus. Und dann, um das eine Auge zu drehen. Jawohl. So machen wir für das. Den Standard-Machteffekt. Kann ich noch ein Zelliger. Das war schon, ne? Ja, das ist doch cool. Schade, jetzt gehen die ganzen Fokusmarker alle weg. Oh je. So. Und das war's jetzt. Eigentlich wollte ich so jetzt das Spiel jetzt schon gewonnen haben, aber hat leider nicht ganz geklappt. Schauen wir mal, wie es da so weitergeht. Das habe ich gar nicht mehr in Macht gehabt. Ich habe nur so auf 10 Kosten. Siehst du? So. Hast du? Bist du soweit? Dann muss ich die 1 zuerst bewegen. Guck mal, Denner hatte 2 gewählt. Kommt dagegen, der kommt dagegen. Will er jetzt einen Stress haben oder will er seine Kollisionssensoren anschmeißen? Ach, der schmeißt einfach mal seine Kollisionssensoren an. Dann ist ihm das auch egal. Das ist, doch, genau. Das heißt, einmal Kollisionssensoren weg bei dem Unteroffizier. Dann kommt der mal dran, ein geradeaus. So, pass auf, denn jetzt, du wirst staunen, was ich da jetzt so produziere. Ich glaube auch. Der legt sich in Fokus. Jawohl. Und dann kommt der, der macht eine seichte 1. Dann ist der auch am Stern geblieben. Auch auf dem Stein? Ja, ja, auf dem Trümmerfeld. Und weißt du was? Komm, egal, der schmeißt auch seine Kollisionssensoren an, der hat keinen Bock auf das. Okay. So, dann bist du. Nee, dann ist 2 ist hier stehen geblieben? Nein, der hat 1 gerade rausgemacht. Ach, dafür das kommt, das war da, wo du schon wieder geguckt hast, was die da so alles schreiben im Chat. Gut, alles klar. Eine Seite 2. Ich baue den Stress ab. Ich glaube nicht, dass der. Ja, das tut er. Ja, und wie er es tut. So. Ich hätte einer 3 geradeaus mit dem Bogen. Ich hätte
So, und dann... Wäre Rachel tot gewesen, ne? Fast. Und dann mache ich noch einen seichten Schub. Das auch noch. Dann kriegen wir Stress. Das geschieht dir recht. Genau. Dann ist der gute Meister Kodra. Ja. Seichte 3. Mhm. Der zwei Würfel hat er normal und auch einen dazu. Ich meine, die sind voll komplett am Mann. Ja, du musst es jetzt anfangen. Deckkraft schießt in den Bereich. Ja, ach, guck mal, hier die Selbsthilfegruppe, die grüßt uns. Oh, dann grüßen wir die Selbsthilfegruppe mal auf. Grüß das. Ja. Ich probiere mit Pogo eine Zielerfassung. Ja, probier mal mit Pogo eine Zielerfassung. Oh, das klappt sogar. Siehst du, irre. Und dann gebe ich die Energie von Po auf. Darf noch eine Aktion durchführen. Noch eine. Noch eine. Die ist dann rot, ne? Die ist dann rot. Ja. Ja. Ich gebe einen Fokusmarker. Das ist auch ein Stress. Ich nehme mir einen Stress. Und dann. Warum ist der nicht in meinem Feuerwinkel von dem Roten? Ne? Tja. Von Tennyson. Das wäre super. Dann darf ich anfangen? Ja, mach mal. Okay. Wollen wir mal die Reichweite auch da am Stein zwischen? Ich glaube schon, oder? Und dann schießt das Schatten auf 0. Ja. Ja, ich stehe doch da hinter dem Stein, das kann gar nicht anders sein. Ich sehe das andere bei Freund, guck mal. Ja, hallo, guck mal, da ist Stein, da ist Stein. Zweimal sogar. Wenn du meinst, da ist kein Stein, oder ist da kein Stein? Das macht den Kohl auch nicht fett. Vier Stück. Ich tauche Proton-Torpedo. Ja, mehr aber selbst. Proton-Torpedo, alles klar. Vier Stück. Ja. Die Zielerfassung gebe ich aus. Ja, guck mal, wenn man da drinnen würfelt, sehen die das auch. Siehst du, dann passiert aber sowas. Den Fokus gebe ich aus und den darf ich in einen Schritt drehen. Ne, das war noch ein 2D-Seiten. Den habe ich nachgewürfelt. Das war ein Auge, das war ein Hit. Dann ja, okay. So, guck mal, ich habe eine Leerseite. Ich verlege aber drei Schilde auf Dommitz. Guck mal hier, eins, zwei, drei Schilde auf Dommitz weg. Und dann ist nochmal Ray dran. In Reichweite 2 und Feuerwinkel. Ja. Das heißt, 3 plus eine Leerseite. Ja. Guck mal, das sieht schon mal gut aus. Ja. Ja, die Leerseite drehe ich mit der Macht zum Hit. Und das Auge drehe ich auch mit der Macht auf zum Hit. Dann hast du gar keine Macht mehr, ne? Aber das macht ja nichts. So, zack, guck mal, ich habe ein Evade. Dann verliere ich nochmal 3 Schilde. Jo. So, dann darf ich zurückschießen. Gut. 4 Würfel auf Ray, Reichweite 2 hatten wir gemerkt. Genau. Zack, guck mal, super geil, 3 Leerseiten. Und mit dem Fokus ist das ein Hit. Okay, ich krieg eine Leerseite durch 5 wieder. Ja. Einfach die Würfel. Guck mal, auch noch eine Leerseite. Ja, die Leerseite benutze ich dann, um die eine Zielerfassung zu geben. Die lege ich dann um. Ja. Und dann, dann können die jetzt alle sehen. Genau, und dann krieg ich eine Schadenskarte. Ja. Weil du einen Treffer gemacht hast. Recht. So, dann kann ich schießen, Ende der Kampfphase. Ja, ich update mal ein bisschen so. Ne? Wird Energie wiederhergestellt und die Macht. Eine Schadenskarte hast du schon. Also das heißt noch 7 Mühe. Jawohl. Ja, witzig. Nicht. So, dann geht's weiter. Ja, dann geht's weiter. Tatsächlich. Aber jetzt wird es nochmal richtig schwer. Hm. Eigene Macht habe ich ja hergestellt. So, der macht ja das. Ja, ich mach dann ja nur zuerst. Ja. Los. Ja, was machen wir denn da?
So sieht das aus, ne? Kann ich die eigentlich auseinanderklappen? Ne? Sieht doch ein bisschen schicker aus. Mhm. Oder ist das echt störend? War das zugeklappt cooler? Guck mal, wenn wir Ray von der Base nehmen, dann kann man auch die mobilen Feuerwinkel sehen. Der ist zurzeit natürlich vorne und hinten. Wo auch sonst. So, besser, so. So ist doch toll, ne? Aber jetzt kann man natürlich Ray nicht mehr sehen. Das ist natürlich doof. Aber eure Wünsche sind uns Befehl quasi. Tja, ich will mal gucken, was ich mit Meister Pooh hier dran habe. Da steht er ein bisschen beschissen da auf jeden Fall. Richtig beschissen. Achso, da. Stress da, Stress da. Ja. Sieht einfach so ein Dorf. Also ich bin schon längst fertig. Ja, ich muss ja mal schauen hier. Ne? Achso, ich hatte das auch, ich glaube bei der Selbsthilfegruppe war das, ne? Die hatten so überformatige Token. Wo habt ihr die her? Die wollen wir auch. Stück Papa ausschneiden, sagt Erik. Ja, dann hol dir mal eine Schere und dann mach das mal. Ich will dir jetzt. Ich habe keine Zeit, von Papa aufzuschneiden. So, okay. Prost, was sagst du? Dann ist ja mal der Tennyson dran. Der Tennyson fliegt mal harte 2. Magst du das mal übernehmen? Sehr gerne. Der Lust, auf den ganzen Spieltisch rumzulaufen. Hm. So, dann macht der Fokus. Mhm. Dann ist Dormitz mal dran. Mhm. Der macht auch eine harte 2. Guck mal, vorbei am Trümmerfeld. Perfekt steht er da. Da steht er super gut. Und was kann ich denn so alles machen? Ich kann ja sogar jammen. Alles kann ich. Ich kann sogar jam. So, wenn ich Ray jam, ist ja eigentlich eh Banane. Ich benutze einfach eh immer Machtwurst. So, du fliegst ja eh irgendwie hier so und da bist du eh aus meinem Winkel draußen, glaube ich. Ich glaube, du bist aus meinem Winkel draußen. Was mache ich denn da? Ich glaube, ich möchte dann mal koordinieren. Dann schauen wir mal. Oh, dann kann ich nicht koordinieren, aber den kann ich koordinieren. Dann kriegt er noch einen Fokus. Oder warte mal, noch besser, ich koordiniere ihm koordinieren. Dann kann er ihn koordinieren. Ist das nicht abgefahren? Also ich mache koordinieren, dann darf er eine Aktion machen. Er macht als Aktion koordinieren und koordiniert ihm die Aktion Fokus. Oh, abgefahren. Weltklasse, ne? Und der macht nämlich eine harte 1 in Rot über das Trümmerfeld, dann hat er jetzt doppelt Stress. So, magst du die? Ja, mach. Oh, ey, nee, ich muss gar nicht doppelt Stress. Ich kann ja nochmal meinen Kollisionssensor zünden. Aber wozu? Aber da habe ich nur einen Stress, deswegen. Ein Stress ist besser als 2 Stress, ne? Dann natürlich den zweiten Kollisionssensor bei den Starkiller-Base-Piloten. Weg damit. So, jetzt bin ich mal gespannt, wo ich da hindüdel. Da hat er nur einen Stress. Aber noch nicht fit, total fit, Düdel. Bist du weit, oder? Ja. Ich habe eigentlich 2 geradeaus. Hast du? Ich glaube nicht, dass das geht. Ich glaube auch nicht. Weil ich hatte eigentlich gedacht, dass seine 2 genau bündig. Wollen wir mal schauen, ob das so geht. Nein, er wird bumpen. Er wird bumpen. Das möchte ich auch nur. Mhm. Nee, nicht wirklich. Ich wollte eigentlich weg von den ganzen. Ja, tatsächlich. Das funktioniert so nicht. Ich hatte gedacht, dass sie genau direkt vor stehen. Ja, dann fliege ich aber dagegen. Der Stress ist dann weg. Dann bin ich auch gleich tot, denke ich mal. Ne? Oh. Ich hoffe mal.
Gut, ja, dann passt das mit meinem kleinen Po auch nicht so. Ach, das ist ja geil. Ja, guck mal, du. Eine Seite 1 ins Verderben, du. Eieieiei. Ja, wen schieße ich, wen töte ich denn jetzt? Ja, das frage ich auch gerade, wen du tötest. Oh Mann. Oh Mann. Jetzt müssen wir da wieder alles wegnehmen. Aber stell es ja los, das ist ja doch was. Guck mal, und trotzdem darfst du zuerst schießen. Ja, bringt mir nicht viel. Weil der Gute bestimmt gleich tot ist. Aber naja, was soll's. Alles klar. Seht ihr schon kommen? 3 Shuttles. Das ist der neue Stern am X-Wing-Himmel. Ja, ich hatte echt gehofft, dass ich komme. Das ist ja wirklich nicht mal ein halber Zentimeter. Ja. Schade. Weil dann hätte ich mich hier gestanden, hätte ich noch den Schub gemacht und dann wäre ich weggegangen. Ja, das stimmt. Und dann ich wollte eigentlich hier. Wie aber das gesagt, wusste ich ja alles. Und mein Auge hat mir gesagt, wenn ich die harte 2 mache, dann blocke ich die geradeaus 2 von Ray. Guck mal, meine Idee, ja, also mehr als knapp sogar. Und meine Idee war ja wirklich, ich führe das Manöver aus, hätte natürlich die Flügel umgedreht, hätte hier eine Fassrolle gemacht und da den Schub und dann wäre ich raus gewesen. Genau, das war die Idee davon. Aber genau, das ist dann in Utopia wäre das so gegangen. Aber in Utopia hätte ich auch am Anfang 3 gerade ausgemacht. Kalle, ja. Ruhig jetzt. Da, hier. 4 Stück da. In deine Starkiller-Base hier. Starkiller-Base. Wieso 4? Weil das Reichweite 1 ist? Jawohl. Crazy, ja. Aber passiert ja nicht viel bei mir, du. Weiß ich nicht, vielleicht doch. Guck mal, du würfelst ja Hit und Crit. Hit und Crit. Hit und Crit. Und dann würfel ich mal mit einem dagegen. Und das ist eine Leerseite. Dann bekomme ich auch Hit und Crit. Keine Angriffe oder so. Kein Angriff? Ja. Der Hit und der Crit ist Höhenbruch. Ist das richtig rum? Ist das richtig rum? Es ist richtig rum. Höhenbruch, was heißt das? Oh nein, ich krieg Crits nur noch. Ich krieg nur noch Crits. Das ist doch scheiße. Der kriegt nur noch Crits. Ja. So, dann schauen wir mal, was Ray hier noch machen kann. Ja. Die kann wahrscheinlich. Die wird in Reichweite 1. 1 auf den. Auf den Unteroffizier Tennyson schießen. Jawohl. Dann schießt er auf Unteroffizier Tennyson. Okay. Das ist eine Leerseite. Das war eine Leerseite. 2 Hits. Ja. 2 Hits. Zack, zack. Und ein Würfel dagegen. Ein Debate, dann verliert der Unteroffizier ein Schild. So, jetzt darfst du. Jetzt geht's zurück. Guck mal, wir machen mal das Einfache. Und das ist nämlich er hier. Jawohl. Weil er kann ja nur auf Po schießen. 5 Würfel. Unteroffizier. Das hat nichts zu sein bei deinem Würfel. Alter. Zack, 3 Hits, ein Crit. Ja. Zack, ausgeblendet. Nothing. Dann sind das die Schilde runter und ein Crit noch da drauf. Erhöhe die Schwierigkeit deiner Wendemanöver. So. Um 1. Aber mach denn nichts, ich habe ja den R4. So. Ja, aber ich glaube, dass der Crit den überschreitet. Ja, da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Also wieder hier Regelfüchse. Überschreitet der Tintenwerk-Schaden die blauen Manöver vom R4 Astromech? Ich sage ja. Gut, weil ich das meine. Nee, ich meine das mal gelesen zu haben. So, der Po hat jetzt tatsächlich noch 3 Hülle. Jawohl. Eigentlich will ich den töten. Ja, mach das doch. Der ist jetzt dran. Der schießt. Oh Mann. Eigentlich will ich den Po tot haben. Ich muss alles versuchen, weil der Po, der tanzt nicht sonst aus. Das ist eine Reichweite 3, dann hast du 3 dreckige Würfel. Ich will ihn töten, den Po. Ich will ihn töten, weil Ray hat noch 7 Hülle. Kann ich auch schaffen. So ist ja nicht. Aber ich schieße auf Po. Ich schieße auf Po, Reichweite 3. Schau jetzt den Rand an. Guck mal, den Fokus habe ich für 3 Treffer. Ja, dann nehmen wir mal deine 3 raus, damit ich auch richtig reinwirken kann. Ja, guck mal, ich mach das mal so. Kannst du da drüber würfeln? Ist das nicht verrückt? Zack! Zack! Eingewählt! Dann kriegst du noch mal 2 drauf. Ja, der gute alte Pudo. Dann hat er noch, ein. Ja, dann muss ich ja, in Reichweite 2 mit dem auch nochmal auf Po schießen. So, dann sind auch noch 4 Würfel. Zack! Guck mal, hier Hits aus der Hand. Ja, leck mich doch am Arsch, ey. Da kannst du gar nichts machen. Da kannst du würfeln, was du willst. Egal. Zack. Unfassbar, was aus der Hand ballert, Kollege. Ja. So ist das. Weißt du, die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln. So. Das war's denn, ne? Mhm. Fantastisch. Guck mal, kann ich ein Manöver wegschmeißen? Ja, guck mal hier. Es wurde gesagt, tatsächlich wird das überschrieben. Negativ ist stärker als positiv.
So. Ach so, er gleicht aus. Das heißt, aus Blau wird wieder weiß und nicht rot. Hm. Ah, okay. Verstehe. Ach so, ich krieg noch eine Macht wieder hergestellt. Du kriegst noch eine Macht wieder hergestellt. Ja, ja. Das wäre der Ray, glaube ich, zwischen der Links. So, du bleibst jetzt stehen. Der hat auch noch einen. Ja. Oder ja. Keine Ahnung. Das ist auch doof. Da weiß ich es nicht. Du hast ja noch nicht so gut aufgeführt, ne? Wir stehen so schräg. Verdammt. Warum stehen wir so schräg? Das ist total. Wo ist denn Po? Po ist weg. Geschossen. Das Manöver ist ganz. Spielt Po Ostern? Versteckt das, er sich? Das, ja, der ist tot. Das Manöver ist ganz knapp gescheitert, sonst hätte nämlich alles geklappt. Hab ihn einfach weggekillt. Dann wäre mich der gute Po hier längs gezischt und dann wäre er in den Rücken gewesen. Und dann hat er Hackfleisch gemacht aus Länge. Ja. Hat er aber nicht. Muss man mal wirklich so sagen. Das hätte wunderbar geklappt. Ja, in der Theorie. Grau ist alle Theorie, heißt es, ne? Ja. Das ist wirklich so ein Fortsam. Tja. Das ist alle Schadenskarten offen jetzt, ne? Er kriegt alle Schadenskarten offen. Das ist eigentlich ganz cool. Ja, das stimmt. Also für dich ist es cool, für mich eher nicht so. Kleines Pimmelchen, kriegen wir dich denn mal vorbei. So. Okay. Ach ja, den Po musst du mal rausklicken, genau. Und der Tennyson hat bei mir zwei Hülle weg und einen Half Reach drin. Nicht der, der Dormitz. Dormitz hat zwei Hülle verloren. Dormitz hat zwei Hülle, ja. Was ja, haben wir? Ja. Und dann so. Ja, und der Tennyson hat einen Schild verloren. Das super gut. So, der muss anfangen, weil der ein Kilometer 1 hat. Der macht eine Seite 1. Machst du das mal machen? Guck mal, ich komme. Wer macht das Seite 1? Ja, ich will mich nicht immer so viel darüber freuen. In die Richtung, so. Ja, was hast du denn gedacht? Ich glaube das nicht, dass das passt. Schauen wir mal. Das passt? So ein Ding drin, na. Ehrlich? Verdammt, das sollte gar nicht passen. Na gut, dann passt das eben. Dann will der als Aktion. Der will mal koordinieren. Mhm. Zwar nee, der hat ja Stress, den kann ich ja nicht koordinieren. Kannst du koordinieren, ne? Das ist ja auch doof. Na gut. Nee, dann will der gar nicht koordinieren. Dann will der mal Jam-Action machen.
Und ja, du hast deine Zielerfassung, die musst du dann gleich abschmeißen. So, dann ist der mal dran. Der macht auch eine Seite 1. Guck mal, was macht er denn? Er macht mal als Aktion, der macht er mal ein Target. Guck mal hier, grün bei mir, rot bei dir. Dann ist der, der macht eine blaue 2 geradeaus, baut damit seinen Stress ab. Okay, und der macht er als Aktion, macht er auch mal einen Target-Block. So, da und da. Okay, dann bin ich jetzt da. Ja. Ja, ich fliege eine harte 3 in die Richtung. Jetzt mal den Astro-Bilder um die Schablone festgehen. Ja. Ups. Ja, mal warten müssen, dass ich den auch festhalte. Entschuldigung. So. Zack, kommt jetzt Stress. Ja. Würfel auch dafür. Nix. Und dann benutze ich Rehs Fähigkeit. Und mache einen Schub. Das ist aber die, du meinst die Fähigkeit vom Titel. Vom Titel, Entschuldigung. Ja. Dann machst du noch einen roten Schub auf dein Dings noch hinterher. Ja, das war gut, sonst hättest du was, ein bisschen was abgekriegt, ne? Ja, ein bisschen kann ich ja auch, ne? Und kriegst du den zweiten Stress. Das stimmt. Okay, beginnt der Kampfhase. 3 Stück. Auf den da, ne? Jawohl. In Reichweite, halt dein Fest bitte. Ja, aber das ist Reichweite 2 noch. Ja, das ist dann und am Stein vorbei, ne? Jawohl. Ja. Das ist schon mal, ein Crit und dann gebe ich eine Macht aus und drehe den und dann nehme ich den Rose Tico und gebe eine Zielfassung. Ja. Das heißt, das sind da so Hit und Crit. Jawohl. Aber eigentlich egal, weil ich kriege eh nur Crits. Witzig, oder? So, zack, guck mal, ich würfel nix, dann kriege ich 2 Crits. Der erste Crit ist Treibstoffleck. Nachdem ich einen Crit erhalte, kriege ich einen weiteren Schaden. Witzig. Kriegst du normal erstmal drauf? Ja, erstmal kriege ich den. Ja. Und jetzt bekomme ich einen weiteren Crit von. Ja, gut. Also, ne? Ich bekomme jetzt. Das war jetzt der erste Crit sozusagen. Mhm. Jetzt bekomme ich den zweiten Crit, den du ja gewürfelt hast. Das ist der Konsolenbrand. Und nachdem ich den bekommen habe, bekomme ich noch einen weiteren Schaden dazu. So, bevor du kämpfst, wird ein Angriffswürfel, bla bla bla. Also, so haben wir der Konsolenband. Dann habe ich schon 5 verloren. Und einen hat er noch. Den kriege ich ja, den habe ich ja erst bekommen. Den kriege ich ja nicht gleichzeitig. Genau, dadurch hast du halt den bekommen. Den, genau. Alles klar. Okay, dann haben wir es, ne? Ja, ich glaube schon. Also Treibstoffleck hat er, Höhlenbruch hat er, Konsolenbrand hat er. Ein HP, ne? Ach so. Bevor du kämpfst, wird ein Angriffswürfel. Hey, das heißt, er stirbt instant, wenn ich das nicht repariere. Das sollte ich dann mal schleunigst tun. Aber du müsstest jetzt da, aber jetzt kommst du, oder? Nein. Ach ja, stimmt. Ich krieg jetzt also instant einen Schaden und bin tot, ne? Bevor du kämpfst, das ist ja jetzt, wirf ein Angriffswürfel. Das mache ich mal. Bei einem Treffer erleide ich einen Schaden. Ne, guck mal, ich hab ein Auge. Haha. Er lebt noch. Fuel Leak, Hull Breach und Console Fire. Console Fire. Konsolenfeuer. Ein HP hast du jetzt noch, ne? Der hat noch ein HP, so ist es. Ja, siehst du, Doppelstress habe ich auch. Tolle Sache. Zack. Zack. Und zack. Geht ab, oder? Darf ich? Gut. Die 1 macht eine rote, harte 1.
Magst du das mal übernehmen? Jawohl. Oh, in die Richtung sogar. Ja. Und dann sonst. Warten sollten, aber es dürfte nicht passen, ne? Auf den Stein. Auf den Stein. Gut, Stresskessel. Stress habe ich durch das Manöver, richtig. Und dann würfel ich mal für den lustigen Stein. Guck mal, der gibt mir auch noch einen Hit. Dann verliert der Unteroffizier noch ein Schild. Dann hat er nur noch 4. So, dann ist der mal dran. Der macht eine harte 2. Ja. Reichweite 2. Und als Aktion repariert er den Konsolenbrand, damit ich nicht instant explodiere. Schlau. Ja, natürlich. So, und dann ist er noch dran. Der Starkiller Base Pilot, der macht auch eine harte 2. Und Zielerfassung hat er schon. Achso, ich bin dran. Du machst vielleicht irgendwas harte 1 oder so. Ah, der hat Doppelstress, ne? Egal. Naja, aber hast du. Vielleicht machst du eine harte 1. Vielleicht mache ich dann einfach Heck verstärken. Ja, mach ich mal. Ganz tolle Sache. Nehme ich dran, ne? Ja. Ein 1 geradeaus. Ja, und dann. Ein Stress ist weg. Ein Stress ist weg. Und. Na, nichts weiter? Das war's? Zufrieden? Ich überlege gerade. Nö, das war's dann. Ja, dann schieß doch. Schau mal, ob ich dich. Oh, Reichweite 3. Ja, Reichweite 3. 3 Stück. Puff, einer. So, mal gucken, vielleicht geht's nicht, ja. Ja, guck mal, eBay. Passiert nichts. Hier geht's weiter, ne? So ist es. Achso, der ist weg. Soll ich mal machen? Oder hier, der ist zuerst? Ja, was soll ich machen? Harte 2. Jawohl. In Weiß, deswegen behält er seinen Stress. Super cool. Das sei er, genau. Dann, warte mal. Dann ist er. Der macht auch eine harte 2. Dann machen wir. Ja, klar. Dass ich ihn schon mal hier in der Hand habe. Und der koordiniert ihm ein Auge. Dann ist er, der macht auch eine harte 2. Und dann hat er auch noch, naja, auch noch eine Aktion. Und als auch noch eine Aktion, was macht denn da der Starkiller Base Pilot? Auch noch eine Aktion. Da legt er sich mal einfach. Da verstärken, du schießt eh auf den. Noch ein, jetzt haben wir noch ein Auge. Alles klar. Ich mache nochmal den Loop. Ah, nee, das darf ich nicht, weil ich habe schon als koordiniert, als so ein Auge koordiniert, also die Aktion Fokus koordiniert, dann kann ich mir ja nicht nochmal Fokus machen. Dann mache ich einfach verstärken, weil geht eh nichts.
Wir können auf einen Stress. Das ist möglich durch den Titel von Ray. Oh ja, witzig. Dann möchte ich mal kurz ausmessen, ob das ist deiner hier. Ob du 0 bis 2 zu denken bist. Nö. Gut, das war's dann, ne? Das war's denn? Ja, ich könnte vielleicht noch schießen. Glaube ich nicht. Ne? Und. Oh, ne. Auge! Meisterauge, Meister. Glasauge, wie sie alle heißen. Ja, oh. Ja, der hat so Google Glasses mit Abstandsmaler. So, und ja, wollen wir Heaven. Siehst du, da habe ich noch nicht mehr gedacht, das ist nicht mehr. Ja, ne? Ich habe ja gar keinen Stress. Ist ja egal, jetzt ist vorbei. Okay, okay. Der Einser. Ja. Der kriegt mal eine seichte 3. Jawohl. Und bleibt geschafft. Ja, klar. Ist ja auch weiß. Nein. So, dann hat er auch keine Aktion, weil er ja gestresst ist. Mhm. Wer macht eine harte 2? Ja, das ist der Grund, der von den Dingern. Das ist genau das gleiche. Ja. Ja, das ist zweimal immer nur. Zack, das ist so ein Stück gescheitert. Dadurch ist alles. Der macht eine harte 2. Da war ich weg vom Fenster. Nein. Das ist, und der? Kein spezieller Mega-Manöver, das ist einfach nur, ich muss meine ganzen Schirme nicht wegbewegen. Ja. Ja, was soll ich da großartig machen? Der koordiniert. Nö, der nimmt die auch ein Auge. Dann gucken alle, wenn man das macht. Okay. Ja, trägt gerade auf. Das ist ganz normal. Ich habe auch schon Leuten beibringen müssen, dass 40 Hertz und 45 Grad. Base plus 3 plus Base gleich 5 sind, dass du hinten an den. Eigentlich das ist weg. Mal noch 2 Sterne. Das ist ja automatisch. Trotzdem noch 3. Dass man das nicht Menschen klären, das wird nur leicht aus. Trotzdem noch 3. Das ist ein bisschen besser weg. Ja, das ist ganz schön. Ja, ich mache nochmal einen Schub. Ja. Den lass mal stehen. Dann würde ich gerne mal sehen, ob du in Reichweite 2 zu ihm bist. Weil, sonst würdest du nämlich zu dem Stressmarker, den du jetzt bekommst, noch einen Tankstallmarker bekommen. So, beginn der Kampfphase. Ja. Mal schauen, was ich hier drin habe. Ja, den da hinten, Reichweite 3. Der hat noch nichts, ne? Der Starkiller-Pilot, ne? Der ist noch. Der ist noch voll. Und den habe ich hier in 3 durch den Stein gemacht. Ja, ja, was soll's. Schieß mal auf ihn drauf. Ja, schieß mal auf ihn drauf. Guck mal, 2 Augen in der Leerseite. Ich glaube, ich brauche die Macht. Also was, ich gebe auf jeden Fall die Leerseite aus für die Zielerfassung. Ja. Mit Rose Tigo. So, ja. Und das war's denn. Das war's denn. Dann bin ich jetzt mal dran. Und zwar, der kann ich, aber der kann. In Reichweite 3. Jawohl. 4 Angriffswürfel. Da benutze ich mal einen Target Lock. Natürlich. Du hast von aus der Hand 4 Hits gemacht. Guck mal, und da benutze ich noch mein Auge. Ja, klar. Macht aus. Und macht. Ich 2 Schadenskarten. Jo. Ah, dann schießt euch weiter 3 mit dem Stein nämlich ab. Ja. Auch 4. Und der hat aber nichts zu modifizieren. Was reicht weiter 3 oder 2? Reichweite 2. Nichts zu modifizieren. 2. Ja, das ist der 3 Rates. Wie hast du ein Stück? Da habe ich mir vorbeigeschubt. Dings wäre hier hinten rein. Hätte Fahrradkette. Aber so jetzt. So, weiter geht's. Ja.
Weiter geht's. Fünf Leben noch. Ich kriege einen Schaden mehr. Ich mache hier zurück einen Schaden. Stimmt, stimmt. Steht auch vorne drauf. Vielen Dank, Nadler Operator. Guck mal, da. Wieso, wenn wir jetzt streamen, kannst du mich nicht behumsen, Danny. Ah. Die passen auf hier. Ja, war vorher auch schon. Ich nehme mir eins. Ja. Natürlich. Ja. So. Das war damals, das war schon immer so. Ja. Aber von früher gab es keine Macht. Ja, den seht ihr auch. Ja. So, zip. Der macht mal dann nicht so. Achso, also, mein Dormis hat noch ein. Richtig? Ja. Und der Tennyson, der hat zwei, also hat noch vier Schilde. Und der Starkiller ist voll. Genau. Wenn der Kampf hast, die macht er wieder. Und der Seite konnte ich ja nicht ausfliegen. So, dann lege ich los. Guck mal, der legt mal los mit der blauen 2. Soll ich das mal rüberschieben? Ja, mach mal. Der baut da seinen Stress ab. Kommt nicht halt wieder, ne? Ja, das denkst du. Der hat noch einmal Kollisionssensor. Ah, hat er noch einen? Der hat noch einen. Ja. Der hat noch einen Kollisionssensor. Den benutzt er auch. Glaube ich. Benutzt er den? Benutzt er den? Kann ich lieber die nächste Runde, ne? Die nächste Runde für da ist auch noch ein. Dann hat er halt jetzt Stress. Und muss einmal würfeln. Sag an. Ja, ich überlege. Was, wie du lange du immer überlegst, dann kann ich auch mal überlegen. Ich muss mir nur noch pulverisieren hier. So, aber du fliegst ja irgendwas schnell. Dann schießt Victor auf Scorch 4 Stück, weil ich weiter rein. Nee, ich spare mir den auch für die Astro-Kacke hier. Würfel mal. Ja, mach ich. Guck mal hier, ein Crit, dann verliert er ein Schild. Das geht doch. Das Tennyson, ne? Dann hat er nur noch 3 Schilde. So, dann ist der Heini dran. Starkiller Base Pilot. Seichte 3. Guck mal, da ist er. Der tut sich mal eine Zielerfassung nehmen. Klick. Klack. Und dann ist der macht eine seichte 1. Und der koordiniert ihm einen Fokus. Ja, natürlich. So, seichte 2. Der koordiniert ist halt echt stark. Ich komme da auch nicht mehr weg, das ist das ja. Ich habe 2 Stressmarker danach, dann wieder ich diese Karte. Das muss man wirklich bei mir tun. Also jetzt hast du von den 2 Stress einen abgebaut, sagst du? Ja. Und der bleibt auch so stehen. Okay. Dann, möchtest du irgendwas machen? Ich glaube, ich kann gar nichts machen. Okay. Ach, warte, du hast den Stress abgebaut. Nee, alles gut. Gleich mal 2. Auf den Tennyson. Jawohl. Ja. 3 Stück. Ja. Mit Zielerfassung. Ja. Und ein 2 Macht. Ich gebe eine Macht aus. Ja. Das sieht gut aus, ne? Guck mal, einen evade ich, dann verliere ich nochmal 2 Schilder. Dann hat er noch ein Schild. So, dann wollen wir mal gucken. Der schießt vorbei. Der schießt tatsächlich vorbei, da hast du ja Glück gehabt. Aber er hier nicht. Der schießt in Reichweite 2 halt drauf. Jo. 4 Stück. Jo. Razzong. Guck mal. Aus der Hand, ey. Ja, das ist jetzt seine Möglichkeit. Ja, kann ich nicht mehr viel machen. So, da gibt die Macht auf. Noch eine Macht, dann hast du da gar nichts an Macht. Ja, macht ja nichts. Macht kein Hit und Crit, ne? Ein Hit, ein Crit. So, das ist der 1, 2, 3, 4, 5. Und der Crit ist ein Volltreffer, natürlich. Dann bist du bei 7. Ja, jawohl. Hast du nur einen, ne? Ja. Ein Hit, unglaubliche Manöver und.
Weil ansonsten ist er halt auch. Ja, was hat Tennis noch mal liegen? Wie viele Schilde? Eins. Ich hab echt Spaß. Da stand er hier so. Und da bin ich echt nur so ein Stück reingebammt. Ansonsten bin ich mit Puh hier auch vorbeigekommen, mal rüber. Hast du auch ein Stück oder bin ich hinter die beiden gewesen? Ja, da kann man sich natürlich mit drei Schiffe pulverisieren. Der ist weg. Achso, ich krieg den Muffin wieder. Sehr gut. Ich springe nach hinten. Bam, vier Würfel nach hinten. Das passiert schon ein paar Mal. Erste Frage, wie geht halt auch als erstes? Ja, meistens ist der Mensch. Einmal, wir halt die beiden anderen Aktionen nicht kriegen wollen. Extra Schuss für Krypto oder eine extra Aktion, die wir brauchen. Ich hätte ein bisschen Schiss. Ein Debakel. Zwei Verteidigungen. Aber das muss man schon sagen. Wenn der Gegner das will, dann geht das nicht. Ganz schön mögen die halt gar nicht diese Jakub Gunmaner, weil die dich damit halt. Okay. Dann mach ich mal, wa? Zieh. So. Zwei geradeaus, dann baut er einen Stress ab. Und für diesen komischen Stein, auf dem ich jetzt lande, gebe ich den von in der letzten Runde gesparten Kollisionssensor aus. Dann ignoriere ich den nämlich. Ha! Und so sieht das aus. Der hat noch keinen Target Lock, dann nimmt der mal einen Target Lock. Dann nehme ich mal den. Der hat noch ein Leben, ne? Ja gut. Dann sollen wir den Punkt jetzt auch noch gegönnt sein. Der will mal den, weil er eh steht, versuchen zu koordinieren. Der kann da koordinieren, der kann auch den koordinieren. Ja, was hat der eingestellt? Er koordiniert das Auge. Und er flitzt mal zwei Grade aus. Und blau. So, und als Aktion Fokus. Ja, du bist dran. Ich liebe die. Hängen geradeaus. Ja, also eigentlich dürfte er mich ja jetzt nicht drin haben, da habe ich das ja irgendwie einen Kontakt gemacht, wenn er zwei Jahre ausfliegt. Hast du den jetzt abgebaut? Das habe ich jetzt abgebaut. Hast du keinen Stress mehr? Nee. So, jetzt kann ich natürlich ein Schiff auf mich schießen. Entweder drehe ich jetzt mal im Winkel, knall den weg oder ich hau den auf Halbboden. Das ist eigentlich ganz egal. Ne? Ja, gute Idee, den mal im Winkel. Das ist eine gute Aktion, ne? Nee, bleibe so. Okay. Schade. Ich gebe mir ein C3PO. Zwei Calculate-Token und durch das Halbdrehen kriege ich den zweiten noch dazu. Du hast jetzt zwei Calculate-Token. Ja, dann feuer doch mal auf den da hinten. Jawohl. Drei Stück. Drei Stück. Ja. Drei Stück. Achso, eine Macht. Nee, der passiert nicht einfach. Gib ein Kegelring aus. Ja, für zwei jetzt. Und den einen mit. Das geht nur mit vorne. Halt und die Zielfassung drehe ich auf. Warte. Da geht den zweiten Kegelring auch aus. Okay. Dann. Muss alles weg. Alles weg. Ich habe einen Würfel. Jawohl. Guck mal, ein Schild, eine Karte. Ja, nur mal die Punkte bekommen. So, dann. Ist eh jetzt weg. Reichweite 3 durch den Stein. Oh, das ist relativ viel. Hast du richtig, aber auch nicht was am Würfel. Aber ich habe eine Zielerfassung, was auch nicht schlecht ist. Guck mal. Zielerfassung benutze ich mal. Guck mal. Auch nicht viel besser, ne? Also, stell dir nicht, dass ich hier so super geile Würfel habe. Irgendwann sind die auch mal kacke. Guck
Guck mal. Ja, aber jetzt, jetzt. Ja, jetzt verlassen Sie mich. Wo sind jetzt habe ich keinen Schlag. Der, warst du ja schlau? Ja, warst du schlau? Klar. Ja, er ist super schlau. Aber er hier, meist bei der 2. Mit Target Lock und allem. Da kann nichts schief gehen. Da kann nichts schief gehen. Bei der 2. So, Target Lock. Und dann gebe ich halt den Fokus aus. Ich weiß nicht, ich finde stellenweise einige. Oh, hätte ich jetzt nicht so gedacht. Ich dachte, es ist einfach mal, macht mal so eine Spaßliste. Die entscheidende Szene war ja wirklich tatsächlich hier, dass ich da nicht vorbei. Ich dachte wirklich, diese zwei passen noch, weil da hätte ich mich den Schub noch gemacht. Na klar. Und hier hätte ich die Flügel geschlossen. Da hätte ich mich hier gestanden, hätte die Fassrolle, also das mit der Fassrolle hätte hier gepasst, den Schub, und dann wäre ich aus den beiden auch raus gewesen. Und dann hätte ich vielleicht noch von denen oder denen Feuer bekommen. Ja. Auf Way. Hat nicht gepasst und das hat mir natürlich gleich den Po gekostet. Ja, das war super gut. Also die haben halt echt Offensivpower. Das ist das halt, ne? Vier Würfel. Aber siehst du, wenn du aber hinter dem gekommen bist, dann. Von Scheiß. Das war halt jetzt der erste Part unseres Hyperspace, unserer Hyperspace-Serie. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Beim nächsten Mal, vielleicht nächste Woche, Dienstag, versuchen wir wieder was zum Laufen zu kriegen. Abonniert uns oder wer ist das bei Twitch? Subscriben, Follower, followt uns, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, wenn wir wieder einen Stream anschmeißen. Ja, damit verabschieden wir uns. Wünschen euch noch einen schönen Abend und tschüss. Tschüssi. Ja, das wird dann